Frühere Bomben wurden in Kasachstan, in Zentralasien getestet. Die Zarenbombe sollte über einer abgeschiedenen Insel in der Arktis detonieren. Novaya Zemlya, eine trostlose, eingeschneite Wildnis, weit entfernt von bewohnten Gegenden, die von dem Fallout der Bombe betroffen werden könnten. In der Morgendämmerung erhielt die Crew letzte Anweisungen für ihre historische Mission. Die Flugkontrollstation war eine Militärbasis in Nordrussland, 1000 Kilometer von der Abwurfzone entfernt. Die Mannschaft war handverlesen und ihr Flugzeug speziell ausgerüstet worden. Die Zarenbombe mit einem Gewicht von 27 Tonnen sollte aus einer Höhe von 12.000 Metern abgeworfen werden und hing an einem Fallschirm. Erst nach 7.500 Metern Fall in die Tiefe sollte sie gezündet werden. Damit bliebe der Flugzeugbesatzung genug Zeit, aus dem tödlichen Explosionsradius zu entkommen. Sacharow hatte schwere Bedenken. Er meinte, sie tun etwas, was niemals zuvor in der Geschichte und auf der Erde getan wurde. Vorhersagen, was genau passiert? Die Schockwelle erreichte das Flugzeug und riss es einen Kilometer in die Tiefe. Weil es so hoch flog, ist es nicht abgestürzt, aber es wurde beinahe auseinandergerissen. Die mächtigste Explosion von Menschenhand, die es jemals gab, erzeugte eine Pilzwolke, die fast 65 Kilometer hoch ragte. Ungefähr siebenmal so hoch wie der Mount Everest. Gebäude in über 100 Kilometer Entfernung wurden zerstört. Fenster barsten in 500 Kilometer Entfernung. Beobachter, die die Schockwelle aufzeichneten, hatten etwas Gewaltiges erwartet. Aber nichts von diesem Ausmaß.